Ja, ihr seid doch eine Horde Hühnerdiebe. Die ist heiß wie Frittenfett. So Leute, ich habe mich überraschend kurz gefasst. Heute nur 3 Stunden hat die Lesung gedauert. Die meisten sind eingeschlafen, deshalb sind sie bis zum Ende geblieben. Marco Hagemann ist auch da geblieben, aber er ist noch wach, hat aber das falsche Buch in der Hand, Marco. Zeig mal ganz kurz, was du für ein Buch in der Hand zeigst. Ja, Moment. Also A waren es nicht 3 Stunden, es waren klar über 3 Stunden. Ja. Ja, und ich fand es grottenlangweilig, wenn ich ehrlich bin. Deswegen habe ich mir dein Buch auch am Ende Kack die Ente nicht zugelegt. Ja. Werde ich auch nicht. Ja. Sondern Traumberuf Fußballprofi. Ich bin also eher so der sachliche Typ wahrscheinlich und nicht so der, auf Unterhaltung steht. Marco galt bis vor wenigen Minuten als hoffnungsvoller Fußballreporter. Das hat sich jetzt erledigt. Habe ich die Geschichte vom Kickern schon mal erzählt? Nein, erzähl sie ruhig nochmal. Ich verweise an dieser Stelle auf die erste Ausgabe von Buschi TV. Marco Hagemann war Gast. Das erste und vorletzte Mal. Heute ist das letzte Mal und hat gegen mich gekickert. Wie ist das ausgegangen? Es gab ja sozusagen eigentlich 2 Sektionen, die wir gespielt haben. Also einmal die öffentliche, da hast du mich vernichtet. Ich glaube, habe ich 2 gemacht? 3. 3? Danke, dass du wenigstens mir noch 1 gegeben hast. Und dann habe ich gesagt, hinter den Kulissen, als die Kamera aus war, lass uns eine Revanche spielen bis 3. Gut, da habe ich dann keins mehr gemacht. Dann 3-0 und ja. Du bist ausgeflippt. Ja. Du hättest die Chance auf eine Revanche gehabt. Bis zu diesem Interview. Jetzt gerade, ja. Das hat sich erledigt. Wir werden uns wiedersehen. Ich plane ja ein Grillen zum Freundschaftsspiel gegen Kamerun. Da musst du kommen. Darfst allerdings vor der Kamera nicht mehr sprechen. Ja, was soll ich denn machen? Grillen? Ich habe einen Grillgürtel. Sensationell. Gesehen. Der ist überragend. Da kannst du alle Accessoires, Utensilien einstecken. Den kriegst du den ganzen Abend um und musst die ganze Zeit am Grill stehen. Da freue ich mich drauf, wirklich. Aber ich öffne auch dann die Bierflaschen. Weil ich habe gesehen, da gab es ja auch so Bierflaschenhalterungen, ne? Extra. Nein, jetzt mal ganz kurz, Buschi. Auch wenn du bist ja eh so ein spaßbefreiter Typ. Ohne Spaß. Diese Sache hier am Ende Kack die Ente ist wirklich geil. Also die 3 Stunden haben sich wirklich gelohnt. Es ist nicht Honig um den Mund schmieren, das weißt du. Das würde ich dir auch ins Gesicht sagen. Lohnt sich. Also kauf dieses Buch. Ich bin eine Merchandise-Maschine, sagt Buschi immer von sich. Ja, so eine Marketing-Maschine. Jetzt mache ich für dich Werbung. Auch krank, oder? Ja. Kriege ich da was für an? Nein. Also kauft das Buch am Ende, Kack die Ente. Viel wichtiger geht aber zu solchen Lesungen. Die sind, glaube ich, überall präsent, die Lesungen. Eventim, Buschi, Homepage, Facebook, keine Ahnung. Ja, damit ist alles gesagt. Man merkt an dieser Stelle, er versucht, Dinge gut zu machen. Es ist ihm nicht gelungen, das muss ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Er darf noch einmal zum Grillen kommen, er darf weiter Fußball kommentieren. Aber macht, was ihr wollt, aber bleibt hier bei Buschi TV dran. Manchmal läuft es gut, manchmal läuft es schlecht. Mit Marco läuft es meist schlecht. Tschüss. Ja, ihr seid doch eine Horde Hühnerdiebe.